Vengeful Guardian Moonrider vom Entwickler Joymasher, die zuvor das großartige Blazing Chrome gemacht haben, ist Anfang des Jahres rausgekommen. Ich hatte es ja schon kurz in meiner Monatsübersicht erwähnt und da gedacht, hey, ne, das könnte auf jeden Fall so ein cooler Action-Plattformer sein, der an Titel wie Shinobi erinnert. Und während Blazing Chrome, ne, ein so Hommage oder beziehungsweise dann eben auch sehr stark inspiriert war von den Contra-Spielen, von Run and Guns generell, aber vor allem eben von Contra 3 oder von Contra Hardcore, ist Vengeful Guardian Moonrider auf jeden Fall ein sehr interessanter Name. Ich werde wahrscheinlich einfach Moonrider ab sofort nur sagen. Ist das wirklich eher eine Hommage bzw. inspiriert von 2D-Action-Spielen? Aber nicht einfach nur einer Reihe, dass man sagen kann, dass es orientiert sich jetzt definitiv an Shinobi beispielsweise, sondern eben auch von anderen Titeln. Dass es da auch ein paar Stages gibt, die Segmente haben, die an so ein Mode 7 Spiele erinnern oder eben auch in seinem Aufbau sehr stark an Mega Man, also gerade eben an Mega Man X. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass nach der ersten Tutorial Stage, in der der Hauptcharakter ausbricht als so ein Roboter und die ganzen Leute auseinander nimmt in der Facility, dass man dann auf einmal auf der Karte auswählen kann, in welchen Level man als nächstes möchte. Und jeder Level ist dann komplett eigens, hat eine eigene Thematik, ein eigenes Design, auch eigene spielerische Eigenschaften und dann eben auch einen Boss am Ende davon in einer Arena, die sich dann sehr stark, dass das anfühlt wie der Aufbau eben von einem Mega Man. Und man bekommt von den einzelnen Bossen auch noch eine Fähigkeit, die man dann anwenden kann. Und dementsprechend ist es so eine sehr coole Mixtur dieser verschiedenen Spiele. Und Moonrider auf definitiven Titel, das kann ich jetzt vorweg schon sagen, ein Spiel, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ich glaube, der größte Kritikpunkt, den ich am Spiel zu bringen habe, ist, dass es tatsächlich ein wenig zu leicht ist. Das ist etwas, ich hatte das zusammen mit einem Kumpel gespielt und wir haben das innerhalb von einer Sitzung, ich würde mal sagen, wir haben so 3 bis 4 Stunden gebraucht, war das Ding auf Platin gespielt. Dann hatten wir nicht nur einmal das ganze Spiel durch, was vollkommen okay ist, aber dann auch im zweiten Anlauf sind wir nochmal in die Level zurückgegangen und haben dann versucht, überall den S-Rang zu erreichen, wofür man eigentlich nur die Year Stage in einer gewissen Zeit spielen muss, ohne zu sterben. Und auch das war dann relativ leicht möglich. Und das ist so dadurch ein Spiel geworden, was wir einmal intensiv für so 3 bis 4 Stunden gespielt haben. Wir hatten auf jeden Fall die komplette Zeit, unsere Mods, Freude daran, aber dann war es auch irgendwie schon wieder das. Es war dann sehr leicht, die ganzen Level auswendig zu lernen oder beziehungsweise nicht auswendig lernen, aber mit allem, was die zu bieten haben, dagegen vorzugehen, den S-Rang freizuschalten und eben auch in den Bossen selber musste man sich nicht großartig mit diesen auseinandersetzen. Es ist in der Form tatsächlich wirklich wie bei so ein paar Mega Man-Spielen, wo ich öfter das Gefühl habe, ich habe jetzt nicht den Boss auswendig gelernt oder beziehungsweise den Boss gut gelernt und kann gegen den jetzt vorgehen, ohne getroffen zu werden, sondern ich schaffe ihn einfach nur konsistent, ohne zu sterben. Und gerade eben mit den Fähigkeiten, die man bekommt, ist das dann relativ einfach. Ich weiß nicht, ob es hier einen Aufbau gibt, dass gewisse Waffen gegen gewisse Bosse mehr Schaden machen. Also nicht einfach nur, dass sie von der Art und Weise wie die Angriffe, die sie haben, wo es dann, ne, du hast zum Beispiel eine Tentakel, die aus einem Portal rauskommt und dann mit dem Bildschirm drüber geht. Du hast einen längeren Schlag, der rauskommt und dafür einfach immensen Schaden macht. Du hast eine Wind, so ein Tornado, der rauskommt und durch den Bildschirm fegt. Und manche Angriffe machen vielleicht mehrfach Schaden, manche Angriffe machen einmal Schaden, aber dafür eben deutlich mehr. Manche haben eine sehr horizontale Range, andere haben eine eher vertikale Range. Aber ne, bei Mega Man ist es ja so, dass nicht einfach nur die Art und Weise, wie die Waffen aufgebaut sind, wichtig sind für die Bosse, sondern vielmehr, ob es sie einen Damage-Multiplikator haben, dass ja jeder Boss diese eine Waffe hat, gegen die sie anfällig sind. Und das natürlich auch deswegen, weil einfach diese Waffen mehr Schaden bei ihnen machen. Das habe ich jetzt hier nicht festgestellt, aber das ist sowieso egal, weil man kann theoretisch in einen der Level reingehen. Ich würde jetzt, glaube ich, mal für den ersten Durchlauf nicht mal sagen, welcher das ist, also wo man diese Waffe bekommt. Aber es gibt eine Waffe, die so broken ist, so ein bisschen, dass es
fast schon, ich will nicht objektiv sagen, weil man nicht weiß, was es für Speedrun-Strategien gibt, aber zumindest, ich würde mal sagen, mit der Waffe, mit der man am leichtesten nicht nur jeden Boss schlagen kann, sondern eben auch durch die Level am besten durchkommt, ist diese Tentakel, die aus so einem Portal rauskommt, horizontal über den ganzen Bildschirm geht und jeden Frame, in dem sie einen Gegner berührt, bei dem permanent Schaden macht. Also fast jeder normale Gegner im Spiel kann mit einer Attacke davon getötet werden und auch bei den Bossen kannst du damit immensen Schaden anrichten. Und das hat dazu geführt, dass man weniger die Bosse lernt und dazu durchzukommen und selbst dann gibt es viele, die man relativ einfach mit so ein oder zwei Versuchen sogar ohne Schaden zu bekommen dann schaffen kann. Und das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten muss ich halt wirklich sagen, dass das Spiel im restlichen Design und Aufbau wirklich hervorragend ist, dass es sich großartig spielt. Vielleicht ist es für manche Leute ein bisschen seltsam, wie der Walljump funktioniert, dass du dann eben an die Wand springst und dich dann dort mit einem weiteren Tastendruck festhältst und dann mit einem weiteren Tastendruck wieder abspringst. Es ist nicht so einfach Mega Man, dass man dann runterrutscht und mit einem Tastendruck sich dann auf die andere Seite befördert, sondern wirklich so, dass man immer zweimal die Taste drücken muss, um hinherzugehen, wie das eben auch dann in den Shinobi-Spielen war. Aber es fühlt sich trotzdem, Moonrider macht, was man von ihm möchte und man kann definitiv dann auch schnell durch die Level kommen. Es gibt dann eben auch eine Sprint-Funktion, die das dann Ganze fördert. Und das Großartige beim Spiel finde ich aber, wie abwechslungsreich es ist, wie jeder Level seine eigene Identität hat, wie jeder Level auf eigenen Mechaniken aufbaut. Dass es dann zum Beispiel eine Stage gibt, die beginnt dann, wie gesagt, mit dieser Mode 7 Sequenz, wo man über den Highway fährt und erst einmal Leute abballern muss und dann springt man auf in die 2D-Ansicht und ist auf einmal auf Autos gelandet und dann muss man zwischen den fahrenden Autos herspringen, ist dann auf irgendwelchen Lastern, in denen man bestimmten Lasern ausweichen muss und es kommen ganz neue Gegnertypen dazu. In der anderen Stage ist es dann erstmal eine Flugsequenz, die man hat, wo man dann zwischen fliegenden Schiffen hin und her springen muss, wo man sich so Contra-Style in der Luft irgendwie festhalten kann. Das Ganze geht dann dazu über, dass man eine Sequenz hat, wo man auf einer fliegenden Plattform selber durch den Raum geht, Gegner abballern oder beziehungsweise kaputtschlagen muss und dann eben aber auch noch irgendwelchen Sägen, die hin und her gehen, dann ausweicht. Es gibt eine Stage, wo du die in der Kanalisation bist und dann muss man da den Wasserspiegel hoch, also irgendwie senken oder beziehungsweise hoch machen, um dann im Wasser abzutauchen oder auf irgendwelchen Rafts sich dann oben drauf stellen zu können, damit man an eine höhere Position kommt. Es gibt ein Level, den fand ich persönlich am besten, bei dem man im Hintergrund von einem Roboter verfolgt wird, der dann ab und zu gewisse Projektile auf einen drauf schießt. Das ist dann so, ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es einen Lock-on und dann schießt er da drauf und du hast dann eben die Möglichkeit, dann rechtzeitig wegzugehen. Und dann gibt es auch Sequenzen, wo man so kontramäßig vor einer Tür festhängt und dann muss man die erstmal kaputt machen, bevor man weiterkommt, während halt der Roboter im Hintergrund auf einen schießt. Beim ersten Mal hat man noch eine Blockade direkt davor, dass man einfach vor dieser Tür stehen kann und man wird nicht getroffen. Beim nächsten Mal ist die woanders, dass man, wenn man direkt nah an der Tür ist, davon von dieser sich eben mehr in Gefahr begeht und beim dritten und beim letzten Mal ist es dann komplett frei. Und du kannst aber diese Sequenz so schnell spielen, wenn du es möchtest. Und der Level ist darauf ausgelegt, dass du perfekt mit gut getimten Sprüngen über fast alles drüber springen kannst. Was ich natürlich beim ersten Mal nicht mache, weil du den Level nicht kennst und eben vielleicht auch nicht drauf anfühlst. Und dann geht das über in einen Zwischenboss, den du besiegst. Dann geht das über in eine Stage, wo man eben am Boden von einem Wurm verfolgt wird und da eben auch mit der richtigen Positionierung arbeiten muss. Dann kommt der Zwischenboss nochmal in der zweiten Form mit neuen Attacken hinzu. Generell jeder Level hat zwei Minibosse, die man erledigen muss und dann nochmal den Boss am Ende. Und die ganzen Bosse fühlen sich auch unterschiedlich an, eben auch diese Minibosse und was bei denen gemacht werden müssen. Und nach diesem zweiten Miniboss, dann gibt es eine Sequenz, wo man vertikal hochgehen muss, während der Feuerboden hochsteigt, sodass man dann eben auch eine gewisse Timing-Challenge hat, bevor es dann wieder in eine andere Form des Plattformings übergeht. Und das gilt für jeden einzelnen Level und war wirklich eine hervorragende Erfahrung, nicht zu wissen, was als nächstes kommt, aber zu wissen, dass es wieder etwas Unterschiedliches sein wird, dass es wieder etwas ist, was nur in diesen einen Level gehört und das Spiel deswegen, Moonrider, nichts
irgendwie nochmal wiederholt. Das Einzige, was wiederholt wird, ist eben eine von diesen Mode 7 Fahrsequenzen. Das sind auch etwas, ich mag das, ich finde die Ästhetik davon super. Ich wünschte nur, sie hätten nicht so viel Leerlauf. Weil während du durch die normalen Level durchsprinten kannst und nur dein eigener Skill ist, es ist nur von deinem eigenen Skill abhängig, wie schnell du es schaffst, sind das Autoscroller-Sequenzen. Es ist egal, wie schnell man die Gegner darauf besiegt. Du hast die Gegner besiegt, oh, jetzt musst du kurz ein bisschen warten und fährst einfach nur geradeaus. Und dann 30 Sekunden später kommt irgendwie die nächste Gegnerwelle. Das Gleiche gilt zwar auch für diese eine Autoscroller-Sequenz, die ich vorhin erwähnt hatte, wo man auf so einem Pott drauf ist und dann rumfahren kann in dem Level und halt irgendwelchen Sachen ausweichen muss. Aber da ist die Downtime zwischen diesen Dingen, die man ausweichen oder die Gegner, die man töten muss, wesentlich geringer, sodass es sich da ehrlich gesagt für mich nicht negativ angefühlt hat, aber diese Mode-7-Sequenz und da gibt es dann später zum Ende vom Spiel, ne, auch da wieder Mega Man-mäßig inspiriert, dass wenn du die ganzen Robot-Master oder Samurai-Master oder so, sagen wir mal, irgendwie geledigt hast, dann kommen die 2-3 Wily-Stages dann eben mit dem Endboss drin und da wird das nochmal ein bisschen wiederholt, aber ansonsten kommt wirklich jedes Stage-Hazard, jeder Aufbau, jedes eben auch so das, die Ästhetik, ne, dieses thematische von den Leveln kommt eben auch nur einmal drin vor, wird dann gut umgesetzt. Es macht alles, was es irgendwie machen möchte und dann gehst du weiter und kommst wieder raus. Auch die Skills, die man sich anlegen kann, sind alle gut durchdacht und bringen einem irgendetwas. Und es gibt zwar eins, das ist dann so, hey, du stirbst mit einem Treffer, aber das ist mehr für einen Challenge-Run gedacht, dass man eben so sagen kann, hey, ich will das Spiel ohne Schaden überstehen, dann ziehe ich mir einfach dieses Item an und wenn ich dann getroffen werde, dann muss ich nicht irgendwie extra rausgehen und neu starten, sondern, ah, okay, ich bin einfach gestorben und dann weiter geht's, kannst du nochmal versuchen. Aber die restlichen, von denen man sich halt immer zwei anlegen kann, sind definitiv gut durchdacht, gebalanced und es gibt definitiv verschiedene Arten und Weisen, wie man die anlegen kann, um gerade wenn es darum geht, das Ganze dann im Speedrun durchzuspielen, wo ich ehrlich gesagt mal gespannt bin, wie sich das in so ein paar Monaten entwickelt hat, ob es dafür vielleicht, ich fände es ganz cool, wenn davon es einen Run beim Summer Games dann Quick dieses Jahr geben würde, einfach nur um zu sehen, was so diese optimierten Skillsets sind, um das Spiel in der kürzesten Zeit möglich runter durchzuspielen. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Es ist ein relativ simpler Action-Plattformer, ne? Inspiriert an so dann Titel wie eben Shinobi mit einer Mischung von anderen Titeln wie Mega Man, explizit eben dann Mega Man X, würde ich mal eher sagen. Und ist super umgesetzt, hat auf jeden Fall seine Limitierungen. Ich wünschte, es würde halt ein bisschen schwerer sein. Ich wünschte, es würde gerade bei den Bossen irgendwie so ein bisschen mehr machen und sich trauen. Aber für die, ich würde mal sagen, die normalen 2-3 Stunden, die meisten Leute wahrscheinlich brauchen, um es einmal durchzuspielen, ist es eine coole Erfahrung und dann kann man nochmal eine oder zwei Stunden hinten dranhängen, wenn man dann die 100%, ne, mit eben allen S-Rängen um die Platin machen möchte, wo ich jetzt leider auch sage, dass es nicht gerade das Schwerste, das hat sich jetzt nicht nach so einem wirklichen Erfolgsgefühl am Ende, dass es dann irgendwie rüberkam, das hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten auf jeden Fall, falls ihr jetzt gerade das Footage seht und euch das gut gefällt und auch das, was ich gesagt habe, das, ne, da seid ihr so, oh ja, das ist definitiv ein Spiel für mich und ihr mögt die Titel, die ich dann genannt habe oder halt generell seid ein Fan von 2D-Action-Plattformern. Schaut es auf jeden Fall mal an. Von mir auf jeden Fall eine große Empfehlung für Vengeful Guardian Moonrider.